Servus, herzlich willkommen bei CSR Automotive. Heute mit einem neuen Format CSR on Tour. Und was es damit auf sich hat, seht ihr nach dem Intro. CSR on Tour, was hat es damit auf sich? Wir haben uns Gedanken gemacht, mal ein bisschen Abwechslung hier in das Videoformat reinzubringen und nicht nur standardmäßig die Montageanleitungen euch zu zeigen, sondern auch einmal rauszugehen. Wir wollen unsere Händler besuchen, die auch entsprechend eventuell einen Montageservice anbieten oder vielleicht auch Clubs, Communities, die eine eigene Schrauberhalle haben, um da einfach zu sehen, was passiert da draußen, was macht ihr alles und so weiter. So sind wir jetzt heute bei der Firma 4Performance in Oberhausen. Das sind entsprechend Händler von uns und die haben jetzt einen Polo GTI am Start, der einmal ein Bodykit von uns kriegt. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein und schauen uns mal das Ganze an. Wir sind perfekt vorbereitet und ich habe auch nur ein Mikro dabei, deswegen muss ich das jetzt teilweise hier so reinheben. Ich hoffe, man hört uns ordentlich. Test. Mic check, 1, 2, 1, 2. Und ja, erzähl doch einfach mal, was 4Performance ist und was ihr hier so alles anbietet. Also 4Performance ist eine Werkstatt wie keine andere zum Ersten. Zum Zweiten, unser Ziel war es, dass man hier ein Auto hinbringen kann und alles aus einer Hand kriegt. Ich kenne es von meiner früheren Zeit. Wenn ich an meinem Auto was machen wollte, musste ich einmal hier hin, um was zu machen, Scheiben tönen, von mir aus hier hin Felgen holen und da montieren lassen und hier Spoilerlippen montieren lassen. Bei uns kriegt ihr alles in einem Laden. Okay, das heißt quasi, ihr seid erstens mal Stützpunkt für Räderreifen, könnt genau. Das Ganze auch hier montieren, genau. Ne? Die Reife auf die Felge natürlich. Ihr habt ein riesiges Spektrum, sieht man hier hinten an der Wand. Sieht man natürlich auch noch eine schöne Auswahl und hat dann als Kunde schon mal die Qual der Wahl, was soll man nehmen. Ne? Aber kann sich dann dementsprechend orientieren. Aber ihr macht auch Fahrzeugaufbereitung, ne? Genau, wir machen auch Fahrzeugaufbereitung. Sprich, es reicht nicht, wenn man hier ein schickes Auto herbringt, schicke Felgen drauf macht und das Schmutzige rausgeht. Man kann es auch gleichzeitig hier sauber machen lassen und einmal aufbereiten lassen, versiegeln lassen. Alles, was man möchte. Also nach oben hin gibt es gar keine Grenzen. Ich meine, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre, ne? Und du bist ja der Spezialist, was BMW-Kodierungen und so weiter angeht. Ne? Genau, also unser Schwerpunkt liegt tatsächlich bei BMW Mini. Was Programmierung, Nachrüstung angeht, ob es ein großes Navi ist, was man einbauen will, ob es andere Rückleuchten sind, ob es Programmierungen sind, ob es ganz banale Codierungen sind, also ist alles kein Thema. Okay, auf jeden Fall coole Sache, habe ich auch schon öfters mal deine Dienste in Anspruch genommen und ist auf jeden Fall eine coole Option und halt, man hat halt jemanden vor Ort und weiß halt, man kann sich an denjenigen wenden, genau. Und dementsprechend läuft dann die Sache, was man haben will. So, wir sind heute hier, weil ihr einen Polo GTI habt, genau. Der von uns einmal ein kleines Bodykit bekommt. Jawohl. Und zwar einmal die TCR Look Seitenschweller von uns und einen entsprechenden Diffusor und eine Cup-Spoiler-Lippe und alles im kleinen Schwarz. Ne? Genau. Ich bin jetzt einfach so ein bisschen als Unterstützung dabei, um den Jungs auch nochmal zu zeigen, ein paar Tricks und so weiter, wie man das Ganze montiert. Ich will jetzt in dem Video nicht groß nochmal einzeln auf die Bauteile eingehen. Haben wir ja schon oft genug gezeigt. Wir lassen euch jetzt einfach in Zeitraffer ein bisschen zuschauen und dann zum Schluss schauen wir uns das Ergebnis an, wie das Auto dann CSR-equipped aussieht. Genau, so machen wir es. Also, starten wir. Around with
whether town to town, we'll be in the place and we rock like this, like. So, Transformation ist abgeschlossen. Ja. Wie ist dein erster Eindruck? Also Passgenauigkeit wie immer, CSR typisch, sehr genau. Verarbeitung auch top, Farbe top und Montage ist so eigentlich fast schon selbsterklärend. Eben. Und ich sag mal jetzt auch wieder hier mit dem glanzschwarzen Finish. Natürlich passt es wie die Faust aufs Auge. Bekommt dann natürlich auch eine andere Oberfläche-Variante noch in Carbon-Look oder matt strukturiert oder lackierfähig, damit ihr das auf die Autofarbe mit anpassen könnt. Wie auch immer, komplett einfach. Hier bei dem GTI nochmal zu erwähnen, die Seitenschweller. Wenn ihr werkseitig schon Schweller verbaut habt, das heißt GTI und R, dann müssen die dementsprechend demontiert werden. Und ansonsten, ja, falls ihr irgendwie auch ein Club seid mit einer Schrauberhalle oder was, oder wie gesagt eine Firma, wo ihr auch einen Montageservice anbietet, meldet euch bei uns und dann kommen wir gern vorbei und machen einmal einen Tag bei euch, zeige euer Unternehmen, was so alles geht, was ihr anbietet. Und ja, ich denke, das ist mal ein cooles Format, mal was anderes vor allem. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt im Anschluss den Carporn und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Danke, dass ich hier sein durfte. Wir haben zu danken. Und ja, dann bis bald, macht's gut, ciao.